Berger, Erinnerungen leben lang. Früher gab es bei uns in Margareten einen, den wir den Sechser nannten. Damals vor dem Zweiten Weltkrieg war die Rhein-Pristower Straße bei weitem nicht so belebt wie heute. Aber vor allem wurde sie nicht wie heute vom 14er Autobus, sondern von der Straßenbahnlinie 6 befahren. Einer weitläufigen Linie, deren Endstation sich einerseits bei der Simmeringer Hauptstraße, andererseits bei der Maria-Hilfer-Straße Ecke Gürtel befanden. Die Rhein-Pristower Straße von damals, das waren alle die oft recht kleinen, manchmal aber auch größeren Geschäfte, war geruhsamer Verkehr mit wenig Autos und vielen Pferdefuhrwerken, Fußgängern, die es nicht eilig hatten und auch ohne die Benutzung des heute üblichen Handys dahingingen, waren halbstundenlang auf einem Fleck stehende, tratschende Frauen mit Einkaufstaschen und viele spielende Kinder. Die Rhein-Pristower Straße von damals, den späten 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, war aber auch die oft und vor jeder Seitengasse bimmelnde Linie 6 mit Triebwagen und Anhänger, die sie vom Matzelsdorfer Platz abwärts bis zur Schönbrunner Straße niedergleiten ließ und dort nach links abbog, um nach Mariahilf weiterzufahren. Und damals gab es bei uns einen, der sich steif und fest einbildete, ein Zug der Linie 6 zu sein. Das war ein mittelgroßer, leicht dicklicher Mann von etwa 25 oder 30 Jahren, mit ständig verwirrtem Kraushaar und einer nicht sehr großen, aber fleischigen Nase, meist mit einer der damals vielgetragenen sogenannten Knickerbockerhosen und einer gestrickten Jacke bekleidet, und er tat niemals jemand etwas zuleide. Alle kannten ihn, auch die Polizisten, und keiner hatte etwas gegen sein Treiben einzuwenden, weil es erstens völlig harmlos war und zweitens den bescheidenen Verkehr in keiner Weise behinderte. Dieser Mann, unser Sechser, hatte die Gewohnheit, sich bei der Station Matzleinsdorfer Platz auf die Schienen zu stellen, wichtig tourisch mit dem gesammelten Ernst nach links und rechts zu schauen, dann den Kopf nach rückwärts zu drehen und leicht gehetzt und kommandierend auszurufen: "Bitte alles einsteigen, alles einsteigen!" Und kurz danach mit eiserner Entschlossenheit in der Stimme: "Alles fertig, Abfahrt!" Worauf er mit dem Fuß die nicht vorhandene Glocke des Fahrers betätigte, deren Bimmeln in verschiedenen Tonarten, die er je nach Laune zu variieren pflegte, nachahmte. Mit der einen Hand die imaginäre Handbremse löste, mit der anderen den gleichfalls nur in seiner Fantasie vorhandenen Stromregler betätigte und sich halbgehend, halblaufend in Bewegung setzte. Und dann war er eben der Sechser. Ich erinnere mich noch genau, welches Aufsehen es gab, als er einmal in der Nähe des Siebenbrunnenplatzes eine Notbremsung durchführen musste, weil sich ein paar Buben den Spaß erlaubten, knapp vor ihm quer über die Schienen zu laufen. Damals regte sich der Sechser so auf, dass er zunächst starr stehen blieb, vor sich hinglotzte und leise schnaufte, dann einen Wutanfall bekam und danach von kindlich krampfhaftem Weinen geschüttelt wurde, nicht weiterfahren konnte, von einem dicken, gemütlichen Polizisten in seine Wohnung gebracht und dort seiner alten Mutter übergeben werden musste, die ihn ins Bett legte und mit einigen Tassen Kamillentee beruhigte. Sonst blieb der Sechser immer freundlich, sogar wenn er, was ihm immer wieder vorkam, von einem wirklichen Zug der Linie 6 überholt wurde. Er pflegte sich dann von einem Straßenbahnzug in einen Kontrolleur zu verwandeln, schaute salutierend und angelegentlich in den wirklichen Triebwagen, fragte den wirklichen Fahrer knapp, aber nicht unfreundlich, ob alles in Ordnung sei, den hinzukommenden Schaffner, ob alle Fahrgäste gültige Fahrscheine hätten, scherzte etwas distanziert und ganz Amtsperson mit mitfahrenden Kindern oder alten Frauen, die entweder Mama, Oma, wenn er besonders gut gelaunt war, auch Jetti-Tante nannte, gab dann sowohl händisches wie mündliches Zeichen zur Weiterfahrt und schaute dem Zug wohlwollend nach. Erst wenn der unwirkliche Sechser genügend weit entfernt war, nahm auch er seinen Betrieb wieder auf.
An Festtagen, an denen bei uns üblicherweise die Triebwagen der Straßenbahn mit kleinen Fähnchen geschmückt sind, ahmte er diesen Brauch nach, begnügte sich allerdings mit einem papierenen Fähnchen anstatt der zwei aus Stoff, die von den wirklichen Straßenbahnen flattern. So hielt er es auch in den Märztagen des Jahres 1938, nachdem wir uns, was heute freilich keiner mehr wissen will, mit großer Mehrheit für Hitler und den Anschluss ans große deutsche Bruderreich ausgesprochen hatten. Und er lief glücklich, zwar ein wenig aufgeregter als sonst, aber durchaus sicher, mit der einen Hand den imaginären Stromregler betätigend, mit der anderen ein wirklich papierenes Hakenkreuzfähnchen schwingend, durchdringend, bimmelnd die Reinbrechtsdorfer Straße hinunter. Ich kann mich auch erinnern, dass er weiterhin seine gewohnte Strecke befuhr, etwa bis gegen den Spätsommer zu. Dann war er jedoch eines Tages verschwunden. Eine Weile redeten die Leute noch über ihn, und es gab mehrere Erklärungen für sein Verschwinden. Er sei krank und damit fahrunfähig, sagten die einen. Er wäre in einer Anstalt, die anderen. Es gab aber auch welche, die behaupteten, er wäre plötzlich gestorben, wobei es von dieser Behauptung wieder mehrere Versionen gab. Zu Hause und mit seiner Mutter wäre es gewesen, weil diese das Gas aufgedreht und sie beide aus der Welt geschafft hätte, in der sie als Saujuden nichts mehr verloren hätten, hieß es. Oder die Nazis hätten ihn als geisteskranken und daher lebensunwerten Volksschädling weggeräumt. Auch das hieß es. Genaues wusste aber niemand. Es interessierte auch keinen. Ja, früher, als ich noch ein Kind war, gab es bei uns in Margareten einen, den wir den Sechser nannten. Aber heute befahrt weder er noch die wirkliche Linie 6, die Reinbrechtsdorfer Straße. Ich bin ein alter, vom Leben gebeutelter Mann und habe keine Illusionen mehr. Aber trotzdem glaube ich manchmal, wenn ich über die jetzt laute von Autos und Bussen dicht befahrene Reinbrechtsdorfer Straße gehe, den kraushaarigen Sechser mit zu weiten und flatternden Knickerbockerhosen über den nicht mehr vorhandenen Schienenlaufen zu sehen und sein aufgeregtes Bimmeln vor jeder kleinen Seitengasse zu hören. Erinnerungen leben lang, aber einmal sterben auch sie.